Es ist sehr stabil und wir haben heute Morgen schon einige tolle Aufnahmen von hier aus gemacht. Schilf ist wirklich ein super Baumaterial. The building material itself. Es gibt nicht nur positive Entdeckungen. Ein Helikopterrundflug zeigt, dass die Wiederherstellung der Sümpfe bislang eher lückenhaft und sporadisch ist. Man ist noch weit entfernt von den endlosen Feuchtgebieten, die Asam als Kind kannte. Doch 2004 war die Lage noch viel schlimmer. Die Menschen hatten begonnen, einzelne Abschnitte der Sümpfe wieder zu fluten. Bunte Mischung. Vêtements? Kleidung. Ja, les faux. Recht. Aura hat ihre Jungen in dieser Höhle untergebracht. Und das ist schon das dritte Jahr in Folge. Eine erstaunliche Beobachtung. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass Vielfraße nur alle 2 Jahre Junge gebären. Der alte Rüde Jorma streunt am Fluss und steckt überall seine Nase rein. Vielfraße haben einen erstaunlichen Geruchssinn. Wittert er jetzt, 2 Tage später, noch immer die Spuren der Menschen? Die Zeit der Eingewöhnung ist vorüber und Anti brennt darauf. Das erste Jungtier zeigt sich. Es möchte trinken. Ein Köder, den Anti am Baum angebracht hat, lenkt die Mutter ab und so nutzt es die Gelegenheit. Sein Bruder löst währenddessen den Bewegungsmelder aus, gerade rechtzeitig, um ein gutes Foto vom Säugling zu bekommen. Das Versteck ist so gut nach allen Seiten abgedichtet, dass die Vielfraße keinerlei Verdacht schöpfen. Doch vor Vandalismus ist man auch im finnischen Urwald nicht sicher. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Ein Braunbärenmännchen streift kilometerweit durch die Wälder und markiert sein Areal. Auf den ersten Blick sieht es aus wie genüssliches Schubbern, doch der Bär hinterlässt Haare und seinen Geruch an der Rinde und grenzt so sein Revier ab. Ein anderes typisches Markierverhalten ist das Umrennen von kleineren Bäumen. Auch so setzt der Bär eine deutliche Duftmarke. Der Wald erkundet eines von